So, willkommen zurück zu Unterwegs in Düsseldorf. Ja, wie versprochen geht's hier in unserem Raum wieder weiter. Ja, wir reden ganz einfach mal mit Tarius. Etwas sehr Schlimmes ist hier geschehen. Was sagst du? Grandy, da seid ihr ja wieder. Und habt ihr irgendetwas herausfinden können, was uns Sorge bereiten könnte? Ich habe Fräulein Silvia kennengelernt, das Mädchen, das heute Nacht Geburtstag hat. Ritter Roland ist wohl seit fast 20 Jahren tot. Frau Xynthia war mit ihm verheiratet. Das muss dann wohl nach meiner Zeit gewesen sein. Der Burgherrin Frau Xynthia geht es nicht gut. Fräulein Silvia hat sie in den letzten Monaten kaum zu Gesicht bekommen. Das wundert mich nicht. Die Gänge hier sind recht zugig. Ich habe selbst bereits gespürt, wie sich mein Zipperlein wieder meldet. Was? Mich lässt der Eindruck nicht los, als ob die Leute hier irgendetwas zu verbergen hätten. Ja, wie ich schon dachte, ne? Einige Türen wurden nachträglich zugemauert. Tatsächlich, bei meinen früheren Besuchen auf Burg Rabenstein ist mir nie etwas derartiges aufgefallen. Diese Burg hat mehr Löcher als ein Königsberger Käse. Das ganze Gemäuer ist von einem Netz an Geheimgängen durchzogen. Wenn diese Burg keine Geheimgänge hätte, wäre das eher ein Grund, beunruhigt zu sein. Es ist aber immer gut, wenn man Zugänge kennt. Ich habe mit einer Dienerin gesprochen. Als ich sie bat, mir etwas über die Burg und ihre Bewohner zu erzählen, wollte sie nicht reden. Einen guten Diener erkennt man unter anderem an seiner Diskretion. Dieser Vater Priamo hat irgendwie Dreck am Stecken. Ich bin ihm zufällig im Festsaal begegnet und er hat mich direkt wieder hinauszitiert. Ich mag den Kerl auch nicht. Er hat so einen hinterhältigen Zug im Gesicht, der gar nicht zu einem Gottesdiener passt. Wie dem auch sei, ich denke, wir sollten weiterhin die Augen offen halten. Was uns jedoch nicht daran hindern sollte, uns auf der kleinen Veranstaltung heute Nacht ein wenig zu amüsieren. Wobei ich etwas müde bin. Euer famoses Buch hat mir förmlich den Schlaf geraubt. Ach ja, genau, wir haben ja ein Buch für Dankwart gefunden. Und das hat er wahrscheinlich voll gesuchtet. Es wird Zeit, Grandy. Lasst uns Tarius und Fräulein Libra mitnehmen und uns zum Festsaal begeben. Gut. Dann machen wir das mal. Oh, wieder Final Fantasy 9 Musik. Ich finde sie so geil. So, dann komm mit, Tarius. Komm, Tarius, das Fest fängt an. Wir wollen uns nicht verspäten. So, natürlich speichern wir vorher nochmal. Dedede. Wir sind auf dem Weg nach unten. Bist du fertig? Fertig? Blöde Frage, ich bin völlig durchnässt von dem Unwetter. Stinke zum Himmel und meine Haare stehen in alle Richtungen ab. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob du mit zum Fest kommst. Natürlich komme ich mit. Glaubst du etwa, ich langweile mich hier, während ihr euch unten amüsiert? In Ordnung, gehen wir. Oha. So. Schön, dass ihr doch noch rechtzeitig hier eingetroffen seid. Ich wollte gerade Bürger schicken, um nach euch zu sehen. Mitternacht rückt näher. Wir sollten uns jetzt alle an unsere Plätze begeben. Oh, nice. Ach so. Ups. Ich setze mich jetzt einfach mal hier hin. Im Leben eines jeden Menschen kommt der Tag, an dem sich sein Schicksal erfüllt. Wir haben uns hier versammelt, um Fräulein Silvia zur Seite zu stehen, wenn sie heute Nacht dem Ruf des Schicksals folgt. Ich kenne Silvia seit ihrer Geburt und habe mit ansehen dürfen, wie sie zu diesem reizenden Geschöpf heranwuchs, das wir heute vor uns sehen. Sie steht kurz davor, die Tür in ein neues Leben zu öffnen, mit neuen Freiheiten, aber auch neuen Verantwortlichkeiten. Jeder einzelne von uns, die wir hier zusammengefunden haben, wird seinen Teil dazu beitragen, damit diese Tür für sie geöffnet werden kann. Ah, die Wachen. Genau wie verabredet. Wachen? Was geht hier vor? Wo habt ihr die gefangen gelassen? Was hat das zu bedeuten? Oha. Immer schön ruhig bleiben, Herrschaft. Niemand verliert den Kopf, solange niemand den Kopf verliert.
Ja, lol. Gut. Wie könnt ihr es wagen, unsere Zeremonie zu stören? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr damit anrichtet. Entschuldigt, Pater, aber ich habe meine Befehle von Herzog Wanfried persönlich. Und ihr wollt doch euch doch sicher nicht gegen den Herzog auflehnen. Nein, natürlich nicht, aber was wünscht der Herzog von uns? Seine Durchlaucht ist enttäuscht über eure Zahlungsmoral. Obwohl er euch wiederholt ermahnt hat, habt ihr den Cent nicht an ihn abgeführt. Aber das ist nicht wahr, wir zahlen unsere Steuern seit Jahren auf den Tag genau. Ihr könnt ja beim Herzog Beschwerde einlegen, wenn ihr wünscht. Aber ich habe meine Befehle und die lauten, die ausstehenden Steuern einzutreiben. Die Summe beläuft sich mittlerweile auf 300.000 Taler. Oha. 300.000 Taler? Aber das ist Irrsinn, wir haben niemals 300.000. Schweigt! Ich habe den Befehl, die Burg niederzubrennen, wenn der Betrag nicht erbracht wird. Oha. Es ist soweit. Oha. Vater, what? Grandy. Oha, was zur Hölle? Die Leute des Herzogs haben sicher Beschreibung von unserer Gruppe. Nichts wie weg von hier. Lauft los, Dankwart. Oh mein Gott, was zur Hölle ist mit dieser Frau los? Help me. Nein. Hilfe. Was zur Hölle geht hier ab? Ich glaube, das war jetzt nicht so die gute Idee. Ich glaube, ich habe die abgehängt. Was war da eben los? Ich habe nicht mal die Hälfte mitgekriegt. Es ging alles viel zu schnell. Ja, mir geht's genauso. Was ist mit den anderen passiert? Dankwart, das ist wahrscheinlich geschafft. Aber Tarius und Libra saßen wie versteinert auf ihren Plätzen. Hoffentlich ist es ihnen nicht zugestoßen. Na toll, jetzt stehe ich wieder mal allein da. Was kann ich schon gegen Leute des Herzogs ausrichten? Jetzt reiß ich aber mal zusammen, Grandy. Dankwart hatte sicherlich recht. Wenn wir alle festgenommen worden wären, hätte unsere Mission hier und heute ihr Ende gefunden. Ich fürchte, da unten kann ich gerade wirklich nicht viel retten. Vielleicht birgt diese Burg noch weiter Geheimnisse, die mir helfen können. Okay, dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Boah, was war denn mit der Frau los, ey? Die ging ja vollkommen ab, ey. Ah, wir können die Tür jetzt aufbrechen. Keine Chance, das Schloss ist zu kompliziert für mich. Schade. Wir können ja mal... nochmal hier hochgehen. Und hier oben war ja, glaube ich, der Raum von dieser... dieser Frau da, ne? Und zwar hier müsste das gewesen sein. Vielleicht finden wir da ja noch irgendetwas, was uns helfen könnte. Nichts für Interesse. Hm. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Okay, klar, speichern wir mal. So, dann schauen wir mal. Also... boah, was da jetzt abging, das war echt krank. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht... nee. Können wir aber auch nichts machen. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Den lasse ich erstmal. Der verschwindet dann ja gleich wieder, wenn wir ihn benutzen. Okay, waren wir hier drin schon? Ah ja, ich glaube, das war hier, wo wir das Buch für Dankwart bekommen haben, ne? Fast schnell Tempel des Wissens hier. Leider habe ich gerade keine Zeit zum Lesen. Was solle? Was war das? Ihr seid es, den Göttern sei Dank. Dankwart, ein Glück, dass ihr es geschafft habt. Ich bin so schnell gelaufen, wie es meine alten Beine zugelassen haben. Irgendwie habe ich es bis zur Treppe geschafft und mich hier versteckt. Nun ja, hier habe ich mich dann in ein paar Bücher festgelesen. Diese Burg hier hat wirklich eine faszinierende Geschichte. Habt ihr irgendwas herausfinden können, was uns helfen könnte? Nicht direkt, fürchte ich, aber dieser Region stehen aufregende Zeiten bevor, wenn diese alten Geschichten hier wahr sind, die ich gelesen habe. Noch mehr Aufregung? Na toll, was wird denn passieren? Damit ihr versteht, was ich meine, werde ich wohl etwas weiter ausholen müssen.
Nur zu, ich habe hier oben noch keinen von den Leuten des Herzogs gesehen. Nun gut. Diese Burg ist uralt, müsst ihr wissen. Weit älter noch als Schloss Falkenburg. Sie wurde erbaut von einem Mann namens Maltur. Über seine Herkunft sind sich die Quellen nicht ganz einig, aber sicher scheint, dass er kein gewöhnlicher Mensch war. Manche glauben, dass er ein Sohn des dunklen Gottes sei. Wieder andere, er sei von den Göttern zu ewigem Leben und rastloser Wanderschaft verflucht. Sicher scheint jedoch, dass er diese Burg mitten im Niemandsland erbaut hat. Es muss wohl irgendein Kultzentrum oder etwas ähnliches gewesen sein. Er predigte hier irgendwelche Abartigkeiten und scharte hunderte von Anhängern um sich. Eine davon nahm er sich zur Frau. Der Name des Mädchens war Lydia und jahrelang regierte sie hier auf Burg Rabenstein an seiner Seite. Natürlich konnte so ein Hort des Bösen nicht ewig unerkannt bleiben. Der damalige Kaiser dieses Reiches beschloss, gegen das Unheil vorzugehen. Ein großes Heer rückte gegen Rabenstein vor. Der Anblick, der sie hier erwartete, ließ ihnen das Mark in den Knochen erfrieren. Maltur hatte das Landvolk, das sich seinem Regime nicht unterwerfen wollte, zusammengetrieben und hinrichten lassen. Hört sich wie Dracula an, hoho. Er ließ ihnen die Augen herausreißen. Anschließend wurden sie an Pfählen aufgespießt. Ja, das hört sich wirklich an wie Dracula, also Vlad Dracul. Der hat seine, Leute auch aufspießen lassen. Krass. Die Pfähle hatte er auf den Zinnen der Burg errichten lassen, wo die Raben ihre toten Körper binnen Tagen bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten. Dieser Anblick ließ keinen Zweifel daran aufkommen, was auf Rabenstein vor sich ging. Man entschloss sich, ohne Verhandlung anzugreifen. Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des kaiserlichen Heeres hatte man am Abend des ersten Tages keinen Fuß Raum gewinnen können. Immer wenn es schien, als könne man eine Bresche in die Reihen der Gegner schlagen, erschien Maltur selbst auf dem Schlachtfeld. Gerüstet in schwarzes Eisen und einen Kopf größer als jeder seiner Gegner, säte er Tod und Verderben unter den Mannen des Kaisers. Niemand konnte ihm widerstehen und die Schlacht drohte verloren zu werden. Wäre da nicht ein junger Hauptmann gewesen, dem es nach Einbruch der Nacht gelang, an den Wächtern vorbei in die Burg einzudringen? Er arbeitete sich vor bis zu den Gemächern Malturs, aber er fand nur dessen Gattin vor. Er hatte gedacht, er könne sie als Geisel nehmen, aber sie warf sich auf ihn wie alle Furien der Hölle. Dem jungen Mann stand der härteste Kampf seines Lebens bevor, aber er errang die Oberhand und erschlug die Gattin des Burgherrn. Just in diesem Augenblick wurde die Tür krachend aufgestoßen und Maltur stand im Raum. Der Hauptmann dachte, dies sein Ende sei. Aber als Maltur den leblosen Körper Lydias sah, verfiel er in Raserei und griff wahllos alles an, was ihm vors Schwert kam. In diesem heillosen Durcheinander gelang es unserem jungen Kämpfer zu entkommen. Er kehrte auf die Zinnen zurück und blies zum Angriff. Ohne Maltur brach der Widerstand der letzten Verteidiger völlig in sich zusammen. Keine halbe Stunde später war der Sturm zu Ende. Der junge Hauptmann wurde als Held gefeiert und ihm wurden diese Region als Lehen zuerkannt. Sein Name war Falk von Dengelbrack. Okay. Na toll, jetzt ist mir klar, warum euch die Geschichte so gut gefallen hat. Aber das ist alles schon Jahrhunderte her. Ja, dank war das ja auch Dengelbrack, falls ihr das noch nicht wisst. Ich bin ja auch nicht fertig, Grandy. Maltus selbst war verschwunden. Aber im Laufe der Jahrhunderte wollen ihn immer wieder Leute gesehen haben. Er streift durch die Lande, rastlos, immer noch von Schmerz erfüllt. Aber es gibt eine Prophezeiung, nach der er nach Ablauf von 700 Jahren wieder hier erscheinen soll, um seine Herrschaft wieder anzutreten. Okay. Nun, und jetzt ratet mal. Das ist jetzt 700 Jahre her. Fast auf den Tag genau. Das sind ja wirklich entzückende Neuigkeiten, aber mir ist nicht ganz klar, wie uns das weiterhelfen soll. Im Moment vielleicht nicht, aber ich habe mich schon immer gefragt, was Wanfried dazu bewogen hat, meinen Thron an sich zu reißen. Seht ihr nicht, wie sich die Geschichte wiederholt? Wie Maltur damals hat auch Wanfried hier ein Reich des Bösen errichtet. Ich habe die dunkle Ahnung, dass er hier die Rückkehr des dunklen Fürsten vorbereitet. Vielleicht kann uns dieses Wissen einmal von Nutzen sein. Aber ihr habt recht, in unserer gegenwärtigen Situation bringt uns das auch nicht weiter. Habt ihr irgendetwas herausfinden können? Wir sollten zusehen, die Geheimnisse dieser Burg zu lösen, damit wir möglichst bald weiterreisen können. Gut. Interessante Story, die uns da Dankwart erzählt hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Unterwegs in Düsterburg und ja.
Dann ergründen wir mal die Geheimnisse von Burg Rabenstein und es geht spannend weiter. Also, bleibt dran.